Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das ist mein zweites Video, wo ich etwas zu essen mache. Heute machen wir den einfachsten und vielleicht besten Käsekuchen der Galaxie und des Universums. Die Sachen, die wir dafür brauchen, die habe ich hier. Zucker, Vanilleextrakt, Speisestärke, Philadelphia natürlich, Sahne, Huevos, also Eier und Zitrone. Daraus wird dann ein geisteskranker Käsekuchen. Meine Frau hat den schon öfters gemacht. Ich mache ihn jetzt zum ersten Mal. Ist so entstanden, dass sie meinte, der ist lecker. Ich meinte, der ist einfach zu machen, das kann ich auch. Und jetzt ist das Video entstanden. Okay, das erste, was wir machen, ist, wir bereiten diesen Tortenring hier vor. Dafür benutzen wir Backpapier für den Boden, damit das an den Seiten ein bisschen klebt hier von Kiki. Das ist übrigens auch ihr Rezept sogar. Danke nochmal an Kiki für all die Jahre. Wegen dir kann meine Frau gut kochen. So, okay, machen wir so ran. Seht ihr, guck mal, wie das klebt. Wir sind fertig, so sieht das Ganze jetzt aus. Natürlich geht das alles ein bisschen ordentlich, aber ich hatte damals in Kunst eine 5. Ja, gut, jetzt geht's weiter. Mit was? Wir benutzen heute eine Küchenmaschine, braucht man nicht zwingend, ist aber eine große Erleichterung. Der Frischkäse, der war nicht im Kühlschrank, das heißt, das muss alles auf Zimmertemperatur bleiben, damit das richtig weich und cremig wird. Den Kuchen, den wir machen, der ist auch, diese Mengenangabe sind auch nur für diesen 24er Ring. So, das heißt, wenn ihr einen größeren benutzt, brauchen wir natürlich mehr. Weil ich heute mit esse, benutzen wir diesen Zucker, das ist so ein Xylitzucker. Davon brauchen wir jetzt 250 Gramm. Ich bin so heftig, nicht mal meine Frau bekommt das so hin. Oh, voila, wie schnell hat die Auge gemacht? 42 Gramm Speisestärke. Gut, so ist okay. Ich brauche hier ein bisschen Dings, Kriegsbemalung. Und wir brauchen Philadelphia. Ist unnötig abzuwiegen. Wir brauchen davon 950 Gramm. Eine Packung hat 330 Gramm. Sind 3 mal 3 sind 990 Gramm. Also eigentlich 950 Gramm, aber ich will es heute ein bisschen cremiger machen. Deswegen machen wir einfach alle 3 Packungen rein. Wir bereiten jetzt die Eier vor. 7 Eier waren das. Wir brauchen Eier. Müssen wir natürlich mit einer Hand aufmachen, weil sonst ist es nicht cool. Wenn ihr Eierschalen drin habt, dann benutzt ihr einfach die Eierschale, weil die fühlt sich so angezogen. Zack. Alles klar, benutzt diesen Trick nicht. Gut, so jetzt ist wichtig, ihr rührt die nicht schnell um, sondern ihr verrührt die einfach nur ein bisschen, dass das Eigelb sich mit dem Ei klar mischt. Die 3 Packungen Sahne kommen komplett rein, müssen wir nicht abwiegen oder so oder abmessen. Eine halbe Zitrone und davon machen wir gleich 4 Löffel Vanilleextrakt rein. Wir machen jetzt einmal nämlich die Küchenmaschine runter, machen sie auf die erste Stufe. Das war's schon. Ein bisschen verrühren. Jetzt machen wir den Zucker rein. 10-15 Sekunden rühren, einmal alles komplett verrühren und dann können wir auch schon direkt die Dings reinmachen, die Speisestärke. Dafür benutzen wir jetzt halt, ne, den Brei hier. Da muss es einmal komplett richtig gesiebt werden und dann wieder auf Stufe 1 einfach ein bisschen umrühren. So, wir lassen das jetzt weiterlaufen und während es weiterläuft, kippen wir einfach die 7 Eier rein. Einfach rein hier. Das war's. Und jetzt machen wir das einmal nur so lange, bis das komplett ineinander verrührt ist. So, das sieht schon sehr gut aus. Gut, jetzt machen wir Sahne rein, alle Packungen. 3 Packungen, das sind dann pro Packung 200 Milliliter, also 600 Milliliter Sahne quasi. Wir bringen einfach alles da rein. Und das Coole ist, man kann den Käsekuchen easy auch auf Light machen. Ihr nehmt Light Frischkäse, Light Sahne, diesen Xylitzucker. Da ist ja nicht mal viel drin. Okay, gut. Alle 3 drin. Und jetzt machen wir wieder und lassen ihn wieder umrühren, den Brei. Ja. Der Spritzschutz hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geholfen. Stark. Das waren auch jetzt vielleicht so 10-15 Sekunden. Immer seinen Arbeitsplatz sauber halten. Einen auf den. Hab gerade Ansage bekommen von meiner Frau, die die Kamera hier hält. Gut, jetzt kommt die komplette halbe Zitrone rein. Diese Presse hier holt halt das Leben aus dieser Zitrone raus, ne? Da kommen jetzt 4 Esslöffel Vanilleextrakt noch mit rein. Okay, hier ist der erste Brei. Ist ja voll dickflüssig. 2. Okay, das passt. Dann können wir die Packung auch gleich leer machen. Und jetzt verrühren wir das auch wieder. Jetzt brauchen wir die Kuchenform und die Masse. Und die kippen wir jetzt einfach so rein hier in die Form. Guck mal, wie flüssig das ist. Das riecht richtig, richtig lecker. Jetzt noch eine wichtige Sache. Ihr nehmt die Küchenform so. Ich bin so traurig. Das ist einfach mein erster Kuchen. Und das ist einfach das passiert. Ich wollte eigentlich, nimmt man diese Form und klatscht man ein bisschen auf den Tisch, damit sich das richtig verteilt. Die Küchenform war sogar zu.
Die war sogar komplett zu. Keine Ahnung, warum das so war. Anscheinend ist die nicht mehr so gut. Naja, okay, gut. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. 2 Stunden später. Okay, ich weiß jetzt, was gerade das Problem war. Also wir haben hier erstmal alles zack, schnell sauber gemacht. Meine Frau war in der Zeit die Kinder abholen. Ich habe wie ein krasser Profi gemacht. Am Anfang habe ich das Problem, ich habe den so zugemacht. Darauf müsst ihr unbedingt achten. Und dann so gemacht. Und der steckt ja nicht mal richtig drin. Der muss mit der silbernen Seite nach oben, damit dieser Rand in diese Ritze hier reinkommt. Dann so. Und guck mal, jetzt ist er auch richtig fest. Jetzt funktioniert das. Versuch 2. Weil sie ihren Dings so heftig vertraut, ihre krassen Formen, soll ich jetzt den hier darunter nehmen. Warum haben wir das nicht vorher gemacht? Ach so, weil du es mir nicht gesagt hast. Alles gut. Okay, gut. Bismillah. Okay. Ja, hast du Angst, ne? Ja, Wallah, ich habe auch Angst. Ich sag dir ehrlich, ich habe Angst. Bismillah. Ja, ein bisschen tropft er. Guck hier. Schau mal, ich sag dir eine Sache. Nach diesem Video werde ich das Teil nehmen und verbrennen. Und dann bastel ich mir dann eine Halskette draus oder sowas. Okay, wir legen den jetzt in den Ofen rein. Und das Wichtige ist, das ist nämlich wichtig jetzt, 240 Grad ohne Vorheizen, ohne nix, bei Heiß- oder Umluft. 240 Grad in den Ofen, 30 bis 31 Minuten. Aber wir wissen, Öfen sind verschieden, also kann noch manchmal so 1, 2, 3 Minuten mehr drauf kommen. Wir lassen den immer so 34 Minuten drin, ne? 34 Minuten, gut. Dann 4D Heißluft, Temperatur und machen wir 240 Grad. Übernehmen. So, 34 Minuten, übernehmen und play. Wenn ihr Heiß- oder Umluft nicht habt, macht einfach Ober- und Unterhitze an und dann 255 bis 260 Grad. Das war's mit der gleichen Zeit. Und egal wie groß der Kuchen ist, klein oder groß, alle sind die gleiche Zeit, wie sie im Ofen bleiben müssen. Und wir sehen uns in 34 Minuten. Inshallah kippt er nicht wieder aus. Wir machen einmal Zwischencheck. Zeigen wir, wie der aussieht. Der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Okay, gut. Wow. Ey, das wackelt wie mein Bauch. Guck mal. Islam, was sagst du? Ich habe den selber gemacht. Gut. Ja? Ja. Denkst du, der wird dir schmecken? Ja, aber ich mag nur keinen Käse. Raus hier. So, wir lassen den jetzt ungefähr 10, 20 Minuten abkühlen. So, ihr könnt selber so ein bisschen gucken, wenn das nicht mehr so ganz heiß ist und so. Dann packen wir ihn in den Kühlschrank. Lass ihr den einfach hier drinnen, zack. Und hier bleibt der Brie. Es ist jetzt 14 Uhr nach meinem Stream, würde ich sagen. Also kann um 22 oder 0 Uhr sein. Ich sage euch dann, wie lange genau der im Kühlschrank war. Und dann probieren wir den auch schon. Bis später. So Leute, wir haben jetzt 12 Uhr. Ich bin gerade mit dem Stream fertig geworden. Der Käsekuchen war jetzt 10 Stunden im Kühlschrank. Wir holen den jetzt raus. Ich bin richtig gespannt. So sieht der Brie hier aus. Kein Wabbeln mehr, nix. Was ist das? Das sieht original aus wie ein Finger von einer Tochter oder einem Sohn von mir. Ich bin richtig gespannt. Leute, das ist mein erster Käsekuchen. Beziehungsweise allgemein erster Kuchen. Backen war noch nie so richtig mein Dings da. Okay, Leute, wir machen den jetzt auf. Okay, Backform auf. So. Wow, Bismillah. Ich versuche den einmal hier. Okay, der ist schon. Sieht ein bisschen flüssig aus. Ich habe Angst. Ich auch. Der sieht schon ein bisschen flüssig aus. Wir hätten den auch länger im Kühlschrank lassen können. Ich probiere einfach mal den Geschmack. Bismillah. Boah, der Geschmack ist aber heftig. Boah, wow. Boah. Man merkt 0,0, dass dieser andere Xylitzucker da drin ist. Es schmeckt unnormal. Hier ist er halt richtig hart. Hier. Ich mache keinen Spaß, das ist Endstufe. Was Geschmack angeht, absolute Endstufe. Okay, ich bin mit euch. Ja, ich bin mit euch. Er ist ein bisschen flüssig, aber ein geisteskranker Geschmack. Der ist komplett überhaupt nicht flüssig. Also komplett. Der hätte noch im Ofen gekonnt. Meinst du? Ja, ein bisschen. Probier den Geschmack. Oh, leider Pudding geworden. Vom Geschmack her null Unterschied zu deinem, ich sag dir ehrlich, ne? Ja.
Hast du ihn in der Form mit normalen Zucker gemacht? Immer ein bisschen. Wieso schmeckt er genauso gleich? Der ist krass, der Zucker. Das nächste Mal zeige ich euch mal, wie man Mante macht. Mante, die großen Mante. Nicht die, es gibt türkische Art mit Joghurt und so. Ich meine Mante, so die tschetschenische Art. Die machen wir das nächste Mal. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Das Rezept packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das war mein erster Kuchen, den ich jemals gemacht habe. Ich bin trotzdem stolz, obwohl der easy peasy lemon squeezy eigentlich war. Lasst gerne Liebe in den Kommentaren da und seid nicht zu streng mit mir. Meine Frau war es schon. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vielen, vielen Dank für die Liebe in der letzten Zeit unter den Videos. Für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, das würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne auf Instagram kommen. Vielen, vielen Dank. Passt auf euch auf. Ciao, Kakao, ciao, Pepe, ciao mit Ö. Assalamu alaikum.